Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus meinem GVG-Tutorial. Das ist inzwischen die siebte Folge und dieses Mal soll es darum gehen, wo man angreifen kann im GVG. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Angriff. Und zwar der defensive Angriff, wo ihr die Belagerungsarmeen von Gegnern angreift. Und der offensive Angriff, wo ihr eben selbst angreift, eine Belagerungsarmee stellt und angreift. Ich möchte euch wieder dieses Video, was ich schon öfter gezeigt habe, dazu als Beispiel vorzeigen. Zunächst haben wir hier einen Fall, wo eine Belagerungsarmee zu sehen ist, die wir angreifen, die einen Sektor belagert, der uns nicht selbst gehört. Das ist eben dieser Fall mit dem grauen gekreuzten Schwertern. Und den sehen wir hier unten. So. Gleich hier oben in der Ecke haben wir den anderen Fall, wo wir belagert werden und rote gekreuzte Schwerter zu sehen sind. Und zwar, wo ein Sektor von uns selbst direkt belagert wird. Auch da kann man natürlich anfangen, diesen Sektor zu verteidigen. Hier oben ist noch so ein Fall. Sind gleich mehrere Fälle zu sehen, hier unten in der Ecke auch. Und auch in diesem Fall kann man dort Angriffe durchführen, um sich zu verteidigen, also defensive Angriffe. Das geht nur auf eigenen Sektoren oder Sektoren, die direkt an das eigene Gebiet grenzen. Wir greifen ja hier oben direkt an. Und diesen Sektor werden wir gleich einnehmen. Das hatte ich ja auch in einem anderen Video schon mal. So, jetzt haben wir diesen Sektor eingenommen und jetzt drücke ich mal auf die Pause-Taste gleich. So. Also, jetzt könnte natürlich eine Belagerung stattfinden, wieder entweder auf unseren eigenen Sektoren, also zum Beispiel hier auf dieser unteren Reihe. Da wären es dann die gekreuzten Schwerter. Oder eben diese Gilde, die hier gelandet ist, könnte hier eine Belagerungsarmee stellen. Dann wären es die grauen Schwerter. Oder hier könnte eine Belagerungsarmee gestellt werden. Oder da. Und dann wären es auch die grauen Schwerter. Und wir können prinzipiell all diese Belagerungsarmeen angreifen, weil unsere Gebiete daran grenzen. Und das ist egal, ob wir diesen Sektor gerade erst eingenommen haben oder nicht. Also wenn jetzt hier eine Belagerungsarmee gestellt wird, dann können wir die bekämpfen und dagegen auch gewinnen. Was wir allerdings nicht können, das gehört dann zum zweiten Teil dazu, wäre diesen Sektor selbst belagern und ihn einnehmen. Das können wir nicht, weil wir das nur könnten von einem Sektor, der entweder kein Schild auf sich selbst drauf hat oder auf dem nicht das Hauptquartier steht. Aber dazu komme ich später nochmal. Wenn dieser Sektor hier belagert werden würde, dann könnten wir die Belagerungsarmee zerstören und den selbst einnehmen. Und zwar, weil wir hier Sektoren besitzen, die kein Schild darauf haben. So viel zu diesen Fällen von Belagerungsarmeen. Es gibt noch einen Spezialfall und den will ich jetzt zeigen. Und den seht ihr hier. Das ist ein Zeitalter, wo wir zu diesem Zeitpunkt keine eigenen Gebiete halten. Hier ist es so, dass wir jegliche Belagerungsarmee angreifen können, die sich am Strand befindet. Das ist eben ein Landungssektor, ein Sektor mit Sand unten drunter. Der kann angegriffen werden. Dieser Sektor, der hat Gras unten drunter, ist kein Landungssektor, kann nicht angegriffen werden. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, dann schaut nochmal in Folge 1 nach. Das ist die Folge Karte und Gelände. Da erkläre ich das, wie das mit den Strandsektoren und den Grassektoren, den Landungssektoren und den Inlandsektoren genau ist. Also ihr seht halt, hier greife ich einen Sektor an, während wir kein benachbartes Gebiet haben. Und es geht eben nur
in dem Fall, wo man selbst noch kein eigenes Gebiet hat. Dann kommen wir mal zum Teil des Angriffs und da möchte ich euch eine Karte zeigen, in diesem Fall die Jahrhundertwende. Und um das euch ein bisschen mehr zu verdeutlichen, wo man jetzt hier angreifen kann, mache ich davon erstmal so einen Ausschnitt, wo ich dann eben auch drin rummalen kann. Und das ist der gegenwärtige Stand unserer Karte in der Jahrhundertwende. Wie ihr seht, haben wir hier auf der linken Seite einige Sektoren, auf denen Schilde drauf sind, und auf der rechten Seite einige Sektoren, auf denen keine Schilde drauf sind. Ihr seht auch, dass hier bestimmte Nachbarsektoren Schilde drauf haben und andere eben nicht. Das hängt jetzt damit zusammen, wo wir hier eben Feinde bekämpfen und wo nicht. Und man kann jetzt in diesem gegenwärtigen Status eigentlich ganz gut erklären, was man hier noch für Optionen hat, wenn man angreifen wollen würde. Blau nehme ich jetzt mal für angreifbaren Sektor und rot eben für nicht angreifbare Sektoren. Rein theoretisch könnte man jetzt hier Richtung Norden diese Sektoren angreifen. Diese Sektoren haben noch kein Schild drauf und sie grenzen an Sektoren von uns, die selbst kein Schild drauf haben. Welchen Sektor wir nicht angreifen können, wäre beispielsweise dieser Sektor. Er hat zwar kein Schild drauf und wäre somit prinzipiell angreifbar, das ist aber nicht möglich, weil unser benachbarter Sektor eben ein Schild drauf hat. Und man kann nicht von einem Sektor mit einem Schild drauf selbst eine neue Belagerungsarmee stellen und hier diesen Sektor erobern. Was möglich ist, ist zu verteidigen, sofern hier eine Belagerungsarmee gestellt wird. Das geht unabhängig von diesem Schild obendrauf. Aber wir können den Sektor eben selbst nicht mehr einnehmen. Hier unten hinten haben wir noch die anderen Fälle. Auch diesen Sektor könnten wir holen. Diesen, diesen, diesen nicht, weil er ein Schild hat. Ja. Den hier unten ginge, der hier unten ginge auch. Und das gleiche ginge auch eben mit den Weißen. Der hier ist eine Ausnahme. Kann ich gleich nochmal durchkreuzen, weil der geht dann doch nicht. Und zwar, weil wir diesen nach der Abrechnung freigegeben haben. Und Sektoren, die nach der Abrechnung freigegeben wurden, kann man eben erst wieder nach der darauffolgenden Abrechnung erobern. Rein theoretisch würde es gehen, wenn man jetzt nur auf das Bild guckt und nicht das Wissen hat, dass dieser Sektor freigegeben wurde. Auch diesen Sektor können wir nicht angreifen, weil es ist ein Schild drauf. Und das gleiche gilt eben auch für diese vier Sektoren hier. Einerseits, weil wir nur Nachbarsektoren haben, die ein Schild drauf haben. Und andererseits, weil diese alle selbst ein Schild drauf haben. Das heißt, sie auch so nicht eroberbar wären. Also wir können die hier auch alle rausnehmen. Bei dem gilt natürlich das Gleiche. Wir könnten zwar angreifen von diesem Sektor aus gesehen, weil der kein Schild selbst drauf hat, aber wir können diesen Sektor nicht angreifen, weil er ein Schild drauf hat. So. Dieser Sektor hier stellt eine Ausnahme dar auf der Karte. Denn wenn wir hier eine Sache machen würden, und zwar unser Hauptquartier, das ist dieses Gebäude, das hier ist das Hauptquartier. Wenn wir das dorthin verlegen würden, wenn wir hier drauf das Hauptquartier stellen würden, dann könnten wir auch noch diesen Sektor angreifen und diesen Sektor erobern. Aber nur unter dieser Bedingung, dass wir das Hauptquartier von hier nach hier verlegen. Denn man kann alle Sektoren angreifen, die an das Hauptquartier grenzen, unabhängig davon, ob der Sektor, auf dem das Hauptquartier steht, ein Schild drauf hat. Man kann das Hauptquartier aber nicht beliebig oft verlagern, sondern eben auch nur einmal pro Abrechnung. Das heißt, wir könnten das Hauptquartier jetzt dahin stellen, den Sektor erobern, wir könnten das dann aber nicht weiterstellen und auch noch anfangen, diesen Sektor zu erobern oder diesen hier oben. Das würde nicht gehen. So, jetzt gehe ich nochmal zu einer anderen Karte. Und zwar der Karte der Zukunft. So, mit dem Wissen, was wir gerade gewonnen haben, sehen wir, dass wir hier
eine gewisse Anzahl von Sektoren haben und die allermeisten davon, bis auf diesen einen, haben ein Schild obendrauf. Aber auch alle anderen Nachbarsektoren, wie ihr hier seht, um diese kleine Schlange, diese kleine Linie hier, haben alle ringsherum ein Schild drauf. Das heißt, wir können hier gar nichts mehr machen. Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass wir hier angegriffen werden. Also von allen anderen Gilden, die uns hier umgeben, könnte dieser Sektor angegriffen werden. Dieser Sektor hier stellt nochmal eine Ausnahme dar. Wir können rein theoretisch diesen Sektor noch erobern. Wenn wir das Hauptquartier auf diesen Sektor verlegen könnten. Können wir aber nicht mehr, weil wir es bereits einmal verlegt haben. Kannst du auch demonstrieren einmal. Hauptquartier verlegen geht nicht. Es geht erst nach der nächsten Berechnung wieder. Genau. Von daher ist hier nichts mehr möglich für uns. Wir können hier nicht mehr selbst angreifen. Das Einzige, was wir noch tun könnten, wäre diesen Sektor zu verteidigen, wenn jemand anderes eine Belagerungsarmee hier drauf stellt. Nochmal zusammengefasst, man kann nur von Sektoren aus angreifen, die man selbst besitzt und die kein Schild drauf haben oder die das Hauptquartier sind. Und dann kann man eben nur die benachbarten Sektoren angreifen. Und jetzt zeige ich euch noch einen weiteren Spezialfall. Um euch das zu demonstrieren, habe ich hier eine andere Karte geöffnet. Und zwar die Karte der Gegenwart zu einem Zeitpunkt, wo wir selbst keine Sektoren auf der Gegenwartkarte halten. Und man kann halt auf diesen Sektoren, die diese Pfeile oben drüber haben, landen. Also neu angreifen und versuchen, diesen Sektor zu erobern. Und das werde ich jetzt hier gleich im nächsten Moment tun. In dem Fall ist es schon mal so, man kann eben angreifen, ohne dass man einen Nachbarsektor hat. Klar, man muss ja auch irgendwie neu auf eine Karte kommen, wenn man rausgeflogen ist. Und das geht eben auf diesen Landungssektoren, auf den weißen Sektoren. Nochmal der Verweis auf Folge 1. Aber es gibt eben hier nochmal einen ganz besonderen Fall. Und jetzt stelle ich die Belagerungsarmee. Genau, ich kann jetzt also hier angreifen und dort anfangen zu kämpfen. Aber ich kann gleichzeitig in diesem Moment auch die Belagerungsarmee auf der gegenüberliegenden Seite stellen. Also ich kann im Prinzip jegliche Strandsektoren angreifen, die kein Schild drauf haben. Hier sind ja ganz viele Sektoren. Ich könnte hier im Prinzip auf all diese weißen oder gelblich unterlegten Sektoren Belagerungsarmeen stellen. Und ich kann das Gleiche auch. Hier zeige ich das Gebiet hier oben. Und auch hier sehen wir einen Strandsektor oder sogar zwei Strandsektoren, die kein Schild drauf haben und die ich theoretisch belagern könnte. Auch diese Sektoren könnte ich angreifen. Oder hier eben auch den. Oder hier alle anderen, die noch kein Schild drauf haben. Genau, diese Belagerungsarmee wird jetzt bekämpft, aber das tut nichts zur Sache. Ich wollte es nur an dem Tag einfach mal eine Belagerungsarmee stellen, um euch zu demonstrieren, dass man das parallel auf beiden Seiten gleichzeitig machen kann. Diese steht hier noch, wurde noch nicht bekämpft. Ja, jetzt lösche ich die, weil da jemand anderes angefangen hat, darauf zu kämpfen. Aber rein theoretisch könnte ich die erobern. Und sofern ich diesen Sektor erobert habe, gilt die erste Regel. Das heißt, man kann dann nur noch Sektoren angreifen, an die man selbst angrenzt und an die das Hauptquartier angrenzt. Das würde bedeuten, sofern dieser Sektor eingenommen ist und der andere unten noch nicht eingenommen ist, kann ich unten noch weiterkämpfen und die Einnahme fortsetzen. Wenn dieser Sektor eingenommen wird und der unten abgeschnitten wird, also der unten zu Ende bekämpft wird und damit verloren geht, kann ich da keine weitere Belagerungsarmee mehr setzen, weil ich dann eben nur noch hier bin. Ich zeige euch noch ein Beispiel, und zwar unsere Landung, die wir heute in der Gegenwart durchgeführt haben. Das war nämlich so eine verteilte Landung. Und zwar sieht die Gegenwartskarte jetzt so aus, weil wir an zwei Punkten gleichzeitig gelandet sind. Wir haben diesen Sektor und diesen Sektor gleichzeitig angegriffen. Diesen hier oben haben wir zuerst eingenommen
und dann gleich im Anschluss diesen. Nach der Einnahme von diesem Sektor stand unser Hauptquartier auf diesem Sektor. Das bedeutet, wir konnten Sektoren angreifen, die kein Schild drauf hatten, aber damit daran angrenzend waren. Diese hier hatten bereits ein Schild, also haben wir diese drei Sektoren angegriffen. Nachdem wir diese Sektoren erobert haben, hätten wir unser Hauptquartier beispielsweise hierhin verschieben können, um eben hier weiter anzugreifen. Aber wir haben es stattdessen hier unten hin verschoben, um hier weiter anzugreifen. Genau, also wurde das Hauptquartier von hier nach hier unten hin verlagert. Diese Sektoren hatten bereits Schilde drauf, diese drei noch nicht. Und demzufolge haben wir diese drei noch erobern können. Das zu diesem Spezialfall zum verteilten Angriff. Das war jetzt alles, was ich euch im GVG zum Angreifen erklären wollte. Also nochmal zusammengefasst, es gibt den Verteidigungsfall, da kann man eben die Belagerungsarmee der Gegner angreifen. Und es gibt den offensiven Fall, wo man eben selbst zur Tat schreitet und selbst Sektoren einnimmt, aber da geht es eben nur unter diesen begrenzten Regeln, die einem das Spiel vorgibt, mit den Sektoren, die Schilde eben auf sich selbst drauf haben oder die das Hauptquartier betreffen. Okay, ich hoffe, die Folge war wieder informativ und wenn sie euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr auch die nächsten Folgen zum Thema GVG nicht verpassen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Und dann danke ich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.